Hallo alle zusammen. Erfahren Sie, wie Sie das Systemlaufwerk Ihres Computers oder Laptops schnell und einfach von unnötigen Dateien reinigen können. Beim Surfen im Internet, Herunterladen und Installieren von Systemupdates sowie bei der Datensicherung erstellen die Betriebssysteme Windows 10, 8 und 7 viele Dateien, die den freien Speicherplatz auf dem Systemlaufwerk ausfüllen. Dieser Prozess beendet nicht. Viele Vorgänge werden ohne Wissen des Benutzers in Hintergrundmodus ausgeführt. Das Herunterladen von Bildern, Musik oder Videodateien, das Installieren neuer Software und Computerspiele durch den Benutzer verschlimmert die Situation nur. Daher ist eine regelmäßige Reinigung der Systemfestplatte von entscheidender Bedeutung. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Standardprogramm entfernen. Es kommt häufig vor, dass wir Programme installieren, die wir selten oder gar nicht verwenden. Manchmal werden Programme sozusagen ohne unser Wissen im Hintergrundmodus installiert. Wenn wir ein anderes Paket von Codex oder ein Programm für die Arbeit mit Torrents usw. installieren. Um unnötige Programme zu entfernen, öffnen Sie die Systemsteuerung und dann Programme. Sortieren Sie nach Installationsdatum. Sie werden sicher mehrere Programme bemerken, die Sie schon lange nicht mehr verwendet haben. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des nicht benötigten Programms und klicken Sie auf Deinstallieren. Entfernen des Überschusses in den Download-Ordner von Browsern, Torrents und Downloadern. Wir alle laden ständig etwas aus dem Internet herunter. Programme, Musik, Bilder. Wir verwenden Torrents und andere Downloader. Infolgedessen kann der Download-Ordner mehr als ein Dutzend Gigabyte wiegen. Lassen Sie uns den Download-Ordner löschen. Gehen Sie zu dieser Computer. Und klicken Sie in der Spalte Schnellzugriff auf dem Ordner Downloads. Wählen Sie alle oder nur die unnötigen aus und drücken Sie die Tastenkombination Umschalt plus Enter. Fertig. So bereinigt man eine Festplatte mit dem Tool zur Datenträgerbereinigung von unnötigen Dateien. Durch die Datenträgerbereinigung werden alle unnötigen Systemdateien entfernt. Der Windows-Out-Ordner, Wiederherstellungspunkte sowie temporäre Dateien nach dem Aktualisieren des Systems, der Treiber und der Installation von Programmen. Alle Dokumente, installierten Programme und Treiber sowie das Betriebssystem bleiben erhalten. Ich werde am Beispiel von Windows 10 zeigen, wie das geht. Aber diese Tipps sind auch für Benutzer von Windows 8 oder Windows 7 geeignet. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen. Drücken Sie die Tastenkombination Windows plus R. Geben Sie im Feld Ausführen, Klären MGR ein und klicken Sie auf OK. In diesem Fenster müssen Sie die Festplatte auswählen, aus der wir bereinigen möchten. In meinem Fall handelt es sich um das Lautwerk C, das es systemisch ist und besondere Sorgfalt erfordert, damit das Betriebssystem schnell und stabil funktioniert. Klicken Sie auf OK. Warten Sie auf das Ende der Systembewertung. Das kann einige Zeit dauern. Das Fenster Datenträgerbereinigung wird angezeigt. In der Liste zu löschenden Dateien können Sie markieren,
wo gereinigt werden soll. Zum Beispiel temporäre Internetdateien, Papierkorb oder temporäre Dateien. Ich werde alle Elemente ausgewählt lassen. Und dann sehen wir, wie viel Speicherplatz nach dem Reinigen der Festplatte freigegeben wird. Klicken Sie auf OK, dann auf Dateien löschen und warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Das kann einige Zeit dauern. Keine Sorge, die Festplatte wird nun von temporären und unnötigen Dateien gereinigt, die vom System während der Arbeit mit einem PC erstellt werden. Alle Ihre persönlichen Daten bleiben erhalten. Wie wir sehen können, konnte ich in wenigen Minuten Speicherplatz auf dem Systemlaufwerk freigeben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefällt. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, hinterlassen Sie Kommentare und teilen Sie das Video in sozialen Netzwerken mit Ihren Freunden.